Hallo zusammen und ja, willkommen zu meiner Turmbeschwörung. Wir haben drei neue Helden am Start. Alle sehr stark, wobei ich Quarz und Ruby als overpowered einstufen würde. Quarz hat einen Cleanse mit 5 Steinen und gibt Attack ab. Also das ist schon, und das für alle, das ist schon eine Menge Holz. Und ja, Ruby, was soll man zu Ruby sagen? Wenn er voll auslöst mit 3 Stufen, hat kein Gegner mehr Mana. Alle kassieren so hart wie von Kobalt. Und danach haben sie minus 34% Mana-Regeneration. Das kannst du ja nicht kennen, wenn du kein Mana hast. Das ist so ein Held, sobald er einmal auslöst und da ist nicht zufällig ein Spott oder ein Ausweichen aktiv oder sonst was. Dann ist der Fight vorbei. Das ist einfach vorbei. Allein die zweite Aufladung ist schon bockstark. 50% Mana wegnehmen. Und minus 24% weg und drei Ziele halt ordentlich treffen. Und selbst mit der ersten Mana-Aufladung könnt ihr den Tank das Leben schwer machen und das ganz, ganz schnell. Also ist schon mega overpowered. Ihr seht, ich habe hier 4 Münzen und ich habe ein paar Juwelen. Lass mal reingehen. Ruby wäre toll. Quarz. Ich glaube, Quarz war der Lina, ne? Wäre super. Über Onyx würde ich mich noch freuen. Der neue Blaue ist okay. Den alten Grün. Und Garnet. Ja, Garnet ist vielleicht noch okay, aber den alten Grün muss ich nicht unbedingt haben. Und Kobalt habe ich ja eh schon nächstes Mal. Wahrscheinlich springt mich einfach Kobalt an. Wie er es immer tut. Oder auch gar nichts. Monatsheld hatte ich durch eine Einzelbeschwörung bei S4. Den brauche ich in der Theorie nicht mehr. Doppelt macht bei dem keinen Sinn. Karel werde ich mir auf jeden Fall saven. Ich brauche einen zweiten Karel. Ich habe den bisher immer weggeschmissen für mein blaues Event-Team. Und ich brauche noch eine zweite Scarlet. Über die würde ich mich auch freuen. Also Karel haben wir schon mal. Da kann man einen Haken dran machen. Der kleinste mögliche Erfolg ist da. Shale, du taugst nix. Das ist einer der nutzlosesten Helden gefühlt, die es gibt. Ich wüsste nicht, wo der irgendwie Sinn macht. Also gar nicht. Da ist selbst der Loki-Fisch, gut, der wurde jetzt hart gebufft. Da ist selbst der besser. So. Kommt zumindest die Scarlet dann irgendwann um die Ecke? Das wäre ganz nice. Über Ruby würden wir uns natürlich auch freuen. Generell über ein 5 Sterne. So. Jetzt könnte mal was kommen. Noch weiter hoch? Nein. Komm schon, gib mir eine Scarlet. Minimalziel. Das ist der falsche rote Vierer. Shale braucht niemand. So, jetzt hätte ich gern was zum Freuen. Wir haben noch keinen Fünfer gesehen. Noch gar keinen. Nicht mal einen Bonus oder in Season 1. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Eigentlich ist es schlecht. Aber vielleicht wird die Quote jetzt dementsprechend in unsere Richtung springen. Colin wäre eine Alternative zu Scarlet. Ihn zweimal zu leveln oder ihn dann mitzunehmen, aber eigentlich ist Scarlet minimal besser bei den Turnieren, weil er schneller geladen, also richtig schnell geladen. Aber der Colin zeigt sich nur nicht, die Scarlet. Ametrin, das war der erste vernünftige Eventheld nach 54. Du bist nicht vernünftig. Und eine Skala zeigt sich auch nicht, so wie es aussieht.
So, das ist die letzte. Dann haben wir 64 weg und haben nichts. Ist stark. Doch, wir haben Karel. Wir haben Karel. Das war der letzte, glaube ich. Gefühlt. Jo. Alles für den Arsch. Danke fürs Zuschauen. Haut rein. Bis dann. Ciao, ciao.